Ja, okay. 4388 Schaden. Ach du Heilige. Bruder, da muss ich aber echt los, okay. Flashgames-shop.de. Oh mein Gott, was? Was? Das ist ja unglaublich. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und es gibt das nächste Sneak Peek Video. Ja Leute, ich darf euch tatsächlich heute die neue Star Power für Dynamike, für Bull und für Spike vorstellen. Ihr wisst es ja, diese Videos kommen leider immer erst um 21 Uhr. Sorry schon mal, wie gesagt, an der Stelle, aber das Ganze wurde von Supercell mir so vorgegeben. Deswegen supportet trotzdem gerne mal das Video, gebt jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und abonniert natürlich gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Schaut natürlich auch gerne bei meinem Merch-Shop vorbei, clashgames-shop.de. Schlagt jetzt auf jeden Fall schnell zu, um noch unter die ersten 500 Besteller zu kommen. Ich sag euch nur eins, Leute, ihr wollt diesen Merchandise echt nicht verpassen. Er ist ziemlich geil, also einfach mal vorbeischauen, vielleicht findet ihr etwas, was euch gefällt. Und ich würde sagen, Leute, wir fangen einfach mal direkt an, ohne lange drum rum zu labern. Und ich stelle euch die neue Star Power von tatsächlich Dynamike vor. Ihr kennt ja seine bisherige Star Power, wenn er sie einsetzt, dann kann er hochspringen, ja. Aber seine neue Star Power, ja, seine neue Star Power ist richtig, richtig krass. Und zwar, seine neue Star Power sorgt dafür, dass sie den Schaden von Dynamikes Super Skill um 1000 erhöht. Klingt jetzt für den ersten Moment gar nicht mal so krass, aber wenn ihr euch mal überlegt, seine normale Super Skill Attacke macht 3080 Schaden und dann mit der Star Power macht sie nochmal 1000 Schaden mehr. Das ist echt verdammt nochmal viel, wenn ihr mal vergleicht, damit kann man halt einen Dynamike einfach mal komplett auslöschen. Also einen anderen Dynamike. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir spielen jetzt mit dem Chili-Koch Mike und ich würde sagen, wir huschen jetzt einfach mal in eine Testspielrunde rein und testen jetzt hier unsere allererste Star-Power. Komm, wir machen einfach mal Felswand Brawl. Let's go! Und übrigens, heute um 14 Uhr kam auch schon ein Brawl Stars Video online. Ihr wisst ja, diese Sneak Peek-Videos, diese Update-Videos sind dann meistens noch zusätzlich, wenn die irgendwie abends kommen. Also gerne nochmal mein 14 Uhr-Video auschecken. So, da vorne haben wir direkt mal eine Pam, an der könnten wir jetzt schon mal unsere Ulti aufladen, wenn ich jetzt... Uah, Bruder, da muss ich aber los, wenn ich jetzt hier gut predikte. So, und jetzt dürfen wir die eigentlich komplett in die... Ja, okay. 4388 Schaden. Ach, du Heilige. Bruder, da muss ich aber echt los. Okay. Das sind halt... Das hat jetzt die Sache. Diese Star Power von Dynamike macht jetzt nicht so viel. Die sorgt halt einfach dafür, dass er viel mehr Damage macht. Die macht jetzt nicht irgendwie ihn schneller. Sorgt dafür, dass er irgendwie ein komplett anderer Charakter wird. Aber dadurch, dass er nicht mehr so leicht wegjumpen kann, macht den Charakter Dynamike dann doch schon im Vergleich zu der anderen Star Power ein bisschen anders. Ist das die Frage? Ist das die Frage? Also ich denke mal, ich würde weiterhin vermutlich erstmal mit der anderen Star Power spielen, wo er halt wegjumpt. Aber die Star Power ist halt einfach auch richtig krass, weil die halt sowas von viel, weil man dann halt sowas von viel Schaden macht. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier die Rosa nehmen, die hat 10.000 Leben, ja. Wenn ich die jetzt einfach mal ein paar Mal treffen würde, dann wäre es schon mal ganz gut, damit ich wenigstens mal meine Star Power, damit ich mal meine Ulti hier bekomme. So, jetzt und tot. Einfach tot. Einfach so 5.000 Schaden. Alter, was soll man denn dagegen noch machen? So, hier der arme Leon, der wird jetzt komplett zerbombt. Der hat keine Chance mehr. Das heißt, ihr könnt dann quasi auch, wenn ihr irgendwie nur so 5 Power Cubes habt und, ja, 5 Power Cubes habt und dann am Ende ist irgendwie eine Rosa mit 10 Power Cubes, dann könnt ihr sie trotzdem, wenn ihr eure Ulti habt, trotzdem kaputt machen. Finde ich auf jeden Fall eine geile Sache. So, kommen wir direkt mal zu der nächsten Star Power. Und zwar ist das die Star Power von dem Mr. Bull. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal Wikinger Bull. Und die Star Power lautet, harter Bursche. Sinken Bulls Trefferpunkte unter 40% erhält er ein Schild, der sämtlichen Schaden, den er erleidet, um 30% reduziert. Also tatsächlich ein bisschen vergleichbar mit der Star Power von Daryl. Beziehungsweise von der Ulti von Daryl, die ja auch dafür sorgt, dass Daryl kurze Zeit so ein Schild hat. So, ich würde sagen, wir laden so schnell es geht einfach mal schon mal unsere Ulti auf. Beziehungsweise, ja nee, wir müssen ja eigentlich irgendwie in den Gegner reinlaufen, dass der uns Damage macht, damit wir unter 40% kommen und unser Schild erhalten. Aber erstmal holen wir nochmal ganz kurz eben hier ein paar Power Cubes und da vorne ist eine Piper. Okay, die wird uns wahrscheinlich nicht so viel Damage drücken. Das heißt,
Ich sammle jetzt hier erstmal ein paar weitere Power Cubes ein. Ich meine, dass so mehr Power Cubes, umso kranker sind wir dann natürlich mit Bull. Aber na gut, ich hätte vielleicht doch nicht so viele einsammeln sollen, denn jetzt müssen wir auch erstmal irgendwie unter 40% kommen. So, komm, hier. Daryl, Bruder. Daryl, drück mir, Bruder. Drück mir doch. Hier, ja. Komm. Ich mach nichts. Schieß. Ja, okay. Okay. Oh, und da haben wir unser Schild. Da. Okay, wow. Unser Schild hat uns dann jetzt tatsächlich gerade nicht so viel gebracht, weil ich dann einfach gerade mal gestorben bin. Da musste ich aber tatsächlich ganz schnell los. So, wir machen nochmal. Ach komm, wir machen nochmal die gleiche Map. Jetzt will ich aber das nochmal direkt am Anfang testen. Also ich meine, 30% Schild ist jetzt nicht so krass. Ich wüsste gerade gar nicht, wie krass das Schild von Daryl ist. Müsste ich nochmal nachgucken. So, na komm, Nita. Drück mir doch einfach mal ein bisschen, komm. Ich tue es, als ob ich dich töten wollen würde. Deswegen schieß jetzt mal. So, ja. Nein, bitte, Nita, bitte, bitte. Oh, wow. Die soll mich mal angreifen. Hallo, sonst töte ich dich. Ja, okay, du hast es so gewollt. Du hast es so gewollt, Nita. Du hast es tatsächlich so gewollt. Okay, dann machen wir es nochmal so. Sammeln erstmal ganz kurz mal hier die paar Power Cubes ein. Und rennen jetzt in den Leon da vorne rein und hoffen, dass der uns so viel Damage drückt, dass wir dann gleich unter 40% kommen. So, okay, da ist ein Leon. Das ist sogar ein 6er Leon. Der sollte uns gleich gut drücken können. So, na komm, Leon. Na komm, du willst es doch. Okay. So, drück mir, Bruder. Drück mir. Drück mir doch. Hallo. Hä, was macht der denn? Was macht der denn? Hallo. Ey, diese Bots sind manchmal so retarded. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Manchmal sind die so ultra krass. Und manchmal sind die so ultra retarded. Okay, jetzt haben wir gerade unser Schild. Aber ich weiß nicht, bringt das jetzt so viel? Ist halt so die Sache, ne? Das ist halt so das komplette Gegenteil zu seiner anderen Ulti. Seine andere Ulti sorgt ja dafür, dass er mehr Schaden macht. Beziehungsweise die Trefferpunkte. Moment mal. Ah, okay, er lädt schneller nach. Das heißt, dafür, da wird er aggressiver und dort wird er defensiver. Ist halt die Sache, was man mehr mag. Ist man eher so der Hau-drauf-Typ, der dann auch, wenn man weniger Leben hat, dass man da noch reinbuttert? Oder bist du derjenige, der dann abhaut? So, das lasse ich euch mal ganz über, was ihr dazu sagt. So, also die nächste Star-Power. Und zwar die Star-Power von dem lieben Spike-Bro. Die Nadeln der Kaktusgranate besitzen eine bogenförmige Flugkurve. Dadurch lassen sich Ziele leichter treffen. Also da muss ich sagen, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Da bietet sich auch die Map für an, weil wir haben hier viele Kurven. Gucken wir einfach mal. Also was die Star Power jetzt macht, da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Wie die dann jetzt hier um Kurven fliegt, muss ich einfach mal tatsächlich schauen. Ah, okay. Ah, krass. Okay, okay, okay. Okay, also wenn ich jetzt hier... Ah, lol. Die fliegen halt einfach so... Die machen jetzt nicht so in dem Sinn, dass sie... Oh, warte mal. Das muss ich mal gucken. Wenn ich jetzt hier hinwerfe... Ah, krass. Ja, okay. Die drehen, machen halt einfach so eine Art Mini-Tornado, würde ich das jetzt beschreiben. Oh, wow. Jetzt habe ich hier auf die Kiste geauto-aimt. Perfekt. Gut, ist jetzt die Sache so. Bietet sich für so eine Map wahrscheinlich ganz gut an, wo viele Mauern sind. Aber sonst so auf einer offenen Map muss man wissen, muss man wissen. Also ich mag die Star Power von Dynamite, die er jetzt auch hat. Oder seine normale Star Power mag ich sehr gerne. Dass man halt einfach seine Ulti einsetzt und dann hier reingeht und dann 500 Leben pro Sekunde dazu bekommt. Finde ich geil. Aber jetzt die Star Power ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Ist jetzt auch nicht schlecht. Es ist halt die Frage, ob man das feiert oder nicht, dass er halt jetzt so um die Kurven schießen kann in dem Sinne. So, würde ich sagen, machen wir nochmal ganz kurz eben hier das Ding zu Ende. Holen wir uns nochmal ganz kurz eben hier einen epischen. Und ich will den letzten Mal irgendwie töten, dass der... Ah! Lol, als ob das der Mortis vom Anfang ist. Als ob das der Mortis einfach vom Anfang ist. Okay. Na komm, Mortis. Na komm, wir wollen das... Wir beenden das Ganze. Wir haben es begonnen. Wir beenden das. Okay. Mortis. Okay. Let's go, Leute. Das heißt, das war's dann jetzt hier auch zu der kleinen Vorstellung der Star Powers. Also,
Wenn ich die jetzt ordnen müsste, wenn ich jetzt die Star Powers ordnen müsste. Wir haben die Dynamite Star Power, wir haben die Bull Star Power und wir haben die Spike Star Power. Also die Dynamite Star Power hatte ich jetzt am Anfang gedacht, dass die nicht so krass ist zum Vergleich zu den anderen beiden Star Powers. Aber ich würde die einfach mal auf Platz 2 tun. Die vom Bull, ha, das ist jetzt so die Sache. Ich bin mir bei denen gar nicht so sicher, wie ich die sortieren müsste. Jetzt so mein erster Gedanke wäre Spike auf 3, Bull auf 2 oder 1 und Dynamite auf 1 oder 2. Weil ich die von Spike gar nicht so krass finde, ich hatte mir da irgendwie mehr drunter vorgestellt. Schreibt mir auch auf jeden Fall mal eure Meinung zu den neuen Star Powers in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie eure Reihenfolge wäre. Und ihr wisst ja, morgen um 14 Uhr kommt ein neues Video. Gerne vorbeischauen und bis dahin euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Euer Clash Games und ciao.